Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Buongiorno zum Test der neuen Ducati Scrambler Cafe Racer in der Heimat von Ducati in Bologna. Gestern haben wir uns schon eingestimmt auf diesen Test. Wir waren zu Besuch im Werk von Ducati und im Museum. Im Werk durfte ich leider nicht filmen, obwohl ich ein paar sehr interessante Sachen gesehen habe. Unter anderem zwei Superleggeras mit einem Schild vorne, Stamper, also Presse. Bin gespannt, ob es da einen Test gibt oder ob es die Möglichkeit gibt, das Fahrzeug zu testen. Aber bleiben wir mal bei der Cafe Racer. Gestern waren wir im ersten Lokal zu diesem Scrambler-Thema. Scrambler ist eine Untermarke von Ducati. Man sieht es auch hier, groß Scrambler und klein Ducati. Das wird also als eigene Marke geführt. Sieht man auch bei den Händlern, da gibt es eigene Bereiche auf den Messen, die eben so typisch, sagen wir jetzt einmal, hipstermäßig aufgebaut sind. Und auch das Lokal gestern war so. Food Factory hieß das. Da gab es allerdings keine Burger, wie in den Harley-Davidson-Lokalen, die es ja jetzt auch gibt, sondern beste italienische Pizza. Absoluter Wahnsinn. So viel Essen noch nie auf dem Tisch gesehen. Und ich in der Woche ohne Fleisch. Naja, gut, Pizza Margherita hat es auch getan. Also da sieht man schon, Ducati baut um dieses Scrambler-Thema irrsinnig viel Lifestyle auf. Das passt echt zusammen, bis zur Bekleidung, Zubehör. Wundert mich, dass es noch keine so Scrambler-Events gibt, aber die kommen vielleicht auch noch. Und mittlerweile haben wir 6 Modelle, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne. Mit 4 wurde gestartet. Die Urban Enduro wurde ja dann zur Desert Sled. Die 62 ist die kleine Version. Und jetzt haben wir dann auch noch einen Cafe Racer. Ich habe mich zuerst gewundert, Scrambler, Cafe Racer, wie passen das zusammen? Aber man muss das eben so sehen, das ist die Übermarke, die Unterübermarke, die Subbrand unter Ducati, die dann weitere Modelle unter sich hat. Und da passt eben auch ein Cafe Racer dazu. Ihr seht schon, wie ich sitze. Relativ niedrig, 805 mm Sitzhöhe. Also im Vergleich zu Icon ist das Fahrzeug ein bisschen höher, aber trotzdem noch für jeden zu erreichen. Ich glaube, das geht unter 1,70 ohne Probleme. Der Lenker ist natürlich viel weiter vorn montiert, weiter unten. Cafe Racer Style, Clip-Ons. Trotzdem noch eigentlich für mich relativ bequem. In den Tank passen gerade mal 13,5 Liter, ist aber nicht so schlimm. Man kann sicher mit dem 803er L-Twin 5 Liter fahren ohne Probleme oder darunter, kommt man also auch relativ weit. Und das Schöne ist, das ganze Fahrzeug wiegt vollgetankt nur 188 Kilo, unter 190 vollgetankt. Man merkt das auch, ist ein leichtes Fahrzeug, leicht zu bewegen. Allerdings hat man dann gesehen, hier auf diesen kurvigen Straßen, dass sie sich trotzdem leicht wehrt. Also es ist keine Supermoto, es ist kein Hyper-Achilles, sportliches Nakedbike, es ist und bleibt ein Cafe Racer. Aber fangen wir mal bei der Optik an. Noch ein bisschen, es gibt es jetzt einmal nur in Schwarz. Die Seitenverkleidungen kann man allerdings wechseln. Wir haben so leicht goldene Felgen, nicht tiefgold, so ein bisschen hellgold. Es sind in Arbeit Speichenfelgen, schaut dann natürlich noch klassischer aus. Was mich gewundert hat, wie klein dieser vordere Kotflügel ist. Das habe ich nicht gewusst, dass das zugelassen ist. Und auch hier hinten haben wir nicht irgendwie einen kleinen Kotflügel noch drüber. Das ist alles schön frei. Schaut also eigentlich grundsätzlich aus wie ein Custom Bike. Kurzer Terminione mit schwarzen Abdeckungen, Motor, viele Teile geschwärzt, Gabel geschwärzt. Ihr seht, die Bremsen fehlen nicht, die fehlen nur hier auf dieser Seite. Wir haben nur eine Scheibe, wir haben einen radialen Bremszylinder von Brembo, also ist hier, da ist ja die Kupplung. Das ist okay, allerdings wenn man ein bisschen mehr Druck aufbaut, wenn man ein bisschen schneller fährt, merkt man, naja, mit zwei Bremsscheiben bremst er sich dann doch ein bisschen besser. Fahrwerk vorne nicht einstellbar.
das Federbein, das ein bisschen länger ist im Vergleich zur Icon, aber denselben Federweg hat, auch wie die Gabel, ist in der Vorspannung einstellbar. Dann haben wir natürlich 17 Zöller oben, ganz klassische Größen hinten, 180, 55, 17, vorne 120, 70, 17. Und aufgezogen sind hier Pirelli Diablo Rosso 2. Wenn ich da mich schon drüber lehne, über diesen braunen, schönen Sitz, der nicht der bequemste ist, nach 150 Kilometern tut mir, also mir jetzt persönlich, der Hintern schon ein bisschen weh. Die Sitzbackabdeckung, die ist ebenfalls Serie. Wir haben aber zweite Fußrasten, das heißt, kann man abnehmen und eine schöne Frau draufsetzen im Idealfall. Und das Beste ist natürlich, und das macht auch die Optik aus von dem Fahrzeug, da hinten fehlt die Kennzeichenhalterung, die ist hier seitlich montiert. Also ich finde, designmäßig kann man Ducati wieder überhaupt keinen Vorwurf machen. Da haben wir noch bei dem natürlich runden Scheinwerfer so ein kleines Windschild vorne drüber. Also Windschild ist das nicht, das ist mehr eine Abdeckung. Und für mich ein bisschen ein Wermutstropfen sind die Instrumente oder die Instrumenteneinheit LC-Display. Da würde ich einfach ganz gerne einen analogen Drehzahlmesser sehen. Ich glaube, der ist wahrscheinlich schon teurer zu produzieren als so ein Display. Dezentral montiert, in der Mitte habe ich den Zündschlüssel. Gut, vielleicht ein kleiner Ausgleich, weil das Federbein links montiert ist, auch dezentral. Jetzt habe ich dann vorne rechts die Instrumenteneinheit. Naja, okay. Da haben wir noch ein Überbleibsel von anderen Modellen, da kann ich rauf runter steuern. Allerdings brauche ich nur den Knopf für runter, um diverse Informationen abzurufen. Tageskilometer, Gesamtkilometer. Außentemperatur heute Topwert 31 Grad. Der Wind ist ein bisschen kühler, aber die Sonne, glaube ich, hat wirklich 30 oder über 30 Grad drauf gehabt. War nicht so schlecht bis jetzt. Noch ein Custom-Element, wenn man so will, sind die Spiegel. Die sind an den Lenkerenden hier montiert seitlich. Gibt es bei vielen auch nur aus dem Zubehör. Den Bremshebel kann ich noch ein bisschen einstellen auf die Länge. Ist mir besonders wichtig, die Kupplung leider nicht. Ja, natürlich gibt es da noch viel Zubehör noch, wo man das Ganze customizen kann. Das ist auch dabei. Das Startnummernschild verweist auf einen Rennfahrer aus alten Zeiten, den ich jetzt vergessen habe, der aber viel gewonnen hat mit einem Einzylinder und den hat man hier quasi verewigt. Wie war es jetzt mit der Testfahrt? Es ist jetzt keine Überraschung, dass das Ganze fährt ähnlich einer Monster. Es ist also nicht mehr irgendwie dieser Cruiser oder dieser hohe Sitz von den vergangenen Scramblern oder den aktuellen Scramblern, sondern das geht mehr in Richtung Naked Bike. Ich habe jetzt leider die Geometrie und die Daten der Monster nicht da, hätte ich mir eigentlich mitnehmen sollen im Nachhinein, weil das ganz ähnlich fährt, sich ähnlich bewegen lässt. Ich habe schon gesagt, über den Lenker viel zu machen und am Lenker zu reißen, führt nicht unbedingt zu den gewünschten Reaktionen. Man muss immer ein bisschen mit dem Popo mitfahren, immer ein bisschen mit dem Gewicht. Dann wird das harmonischer. Wir hatten da sehr schöne offene Kurven. Wenn es enger wurde, also jetzt in den Alpen würde ich sagen, auf den Spitzkern, wird es ein bisschen mühsam. Da muss man sich wirklich mit dem Fahrzeug erst ein bisschen anfreunden und ein bisschen einen Rhythmus finden, weil sonst ist das ein bisschen sperrig. Das wehrt sich so leicht, leicht seltsames Einlenkverhalten. Gabel auch relativ weich. Das ganze Fahrwerk ist eigentlich zum Glück komfortabel abgestimmt, weil der Sitz eben nicht der bequemste ist. Wir haben auch sehr lange Wartezeiten gehabt auf die Fotografen, also bei den Fotopoints, wo man immer wieder auf und ab fährt und da wird es da richtig, richtig heiß um die Oberschenkelinnenseiten. Also der L-Twin heizt da schon ordentlich ein. Sind so kleine Kritikpunkte. Allerdings, ich war echt überrascht von den 75 PS. In Deutschland werden 73 angegeben, weil ich mir erwartet habe, dass das viel mehr wie ein Cruiser funktioniert. Ich war ja bei der Desert Sled, es ist so schwierig, diese ganzen Namen zu merken, bei der Desert Sled war ich ja leicht enttäuscht und jetzt so einen progressiven Gasgriff und das ist echt sehr sanft ans Gas gegangen. Ja, da habe ich mir erwartet, dass das mehr Punch hat, weil das ja natürlich ein bisschen so in die Richtung XT geht, Enduro. Und da habe ich mir das auch erwartet, war aber nicht so. Also das drückt schön an, ich habe mich bewegt, also meistens in der unteren Drehzahlhälfte bis 6000 Touren, bis 1200 angeschrieben. Also ich bin nicht einmal darüber hinausgekommen in 10.000 Touren, sondern war immer so um die 6, unter 6 unterwegs. Das hat völlig gereicht.
Muss aber auch sagen, das war eine recht entspannte Ausfahrt heute. Safety first bei Ducati heißt schon länger. Nicht nur nachdem das ABS Pflicht wurde, sondern schon vorher mit den ganzen Safety Packs. Da wird echt geschaut, dass nichts passiert. Einem ist leider ein bisschen was passiert, der ist irgendwo ausgerutscht, aber dürfte sich nicht verletzt haben. Und ansonsten war das eine echt entspannte Ausfahrt. Genuss steht im Vordergrund, gestern schon mit der Pizza und mit dem wunderschönen Ducati-Museum. Heute sind wir da in so einer Privatvilla, ein Wahnsinn, wie grün da alles schon ist. Ich spüre es leider auch schon in der Nase, muss ich mir endlich Tabletten besorgen. Ich war von der Sportlichkeit also dann doch überrascht, sehr positiv überrascht, aber insgesamt habe ich es mir so oder so ähnlich vorgestellt. Bin von der Optik begeistert, bin begeistert, was Ducati hier in dieser Scrambler-Palette alles auf die Räder stellt und schon gespannt, was das nächste ist. Für mich wäre es halt schön, eine John Player Edition daraus zu machen. Das wird so perfekt passen mit diesem Gold, Schwarz, Silber. Also da irgendwo John Player und so haben wir uns vorher schon unterhalten mit einem Kollegen aus Österreich. Das wäre so unseres. Schräglagenfreiheit fällt mir jetzt auch noch ein, weil das Motorrad hier so schön schräg steht. Die ist okay, aber auch begrenzt. Also ich war dann doch ein paar Mal, obwohl wir nicht so schnell gefahren sind, am Asphalt. Ich habe übrigens Motorrad-Jeans wieder an, hier mit Protektoren, also keine Knieschleiferei oder Hang-Off, sondern ein bisschen höhere Schräglagen. Und das ist dann schon ein paar Mal so, und wir sehen auch, wir haben keine Angstnippel oder so oben. Ein paar Mal habe ich da so leicht gestreift. Also auch hier sieht man, es ist kein Performance-Bike, es ist keine Performance-Ducati, aber es fährt einem Monster sehr ähnlich, ist aber schlanker. Ich schätze mal, es ist auch leichter, aber wie gesagt, verzeiht mir bitte, dass ich die Daten nicht dabei habe. Auf jeden Fall klassischer, schöner, wie ich jetzt auch finde, und cooler auf jeden Fall. Und diese ganze, das ganze Scrambler-Thema ist halt aufgebaut auf diesem coolen Publikum. Soll aber zugänglich sein, das merkt man, es soll fahrbar sein, auch für Anfänger, weniger erfahrene Leute, Leute, die nicht 100.000 Kilometer im Jahr fahren, sondern vielleicht 3.000 oder 5.000, die sich auch im urbanen Bereich bewegen. Und da finde ich das richtig gelungen. Da muss es auch nicht sportlicher sein, da reicht auch die Bremsscheibe. Ansonsten für alle, die wissen, sie sind ein bisschen motivierter unterwegs, würde sich vielleicht empfehlen, dann doch etwas anderes zu nehmen, ein Monster, was Größeres, was Stärkeres. Und nicht unbedingt diesen Kaffee Racer. Das ist mein Resümee, liebe Leute. Jetzt hoffe ich halt doch noch auf eine Einladung zur Superleggera-Präsentation. Aber das werden wir uns dann, glaube ich, intern ausdiskutieren müssen. Ich werde gleich schauen, ob ich noch was herausfinde. Und der Test wird natürlich dann ebenfalls auf 1000 besser scheinen. Ansonsten schaut euch die anderen Videos an der letzten Zeit. Wir produzieren ohne Ende. Wir kommen nicht nach. Tausende Modelle, die heuer vorgestellt werden. Wenn euch die Kaffee Racer so gut gefallen hat wie mir, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch die anderen Videos an und hinterlasst mir einen Kommentar. Ist das die schönste Scrambler von Ducati? Ist es der schönste Kaffee Racer, den es in Serie gibt oder nicht? Würde mich sehr interessieren. Oder ist euch das Thema zu sehr hipster vielleicht? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.